Hallo und herzlich willkommen zu unserem tollen Eventkatalog. Und zwar Eventfully. Jetzt kommen wir einmal zur Fragestellung, das Problem, was wir mit dieser Software bekämpfen wollten. Und zwar, wie komme ich an für mich relevanten Veranstaltungen in meinem Wohnort? Das bedeutet, vielleicht suche ich irgendwie nach einem Event, wo ich mich mit Leuten vernetzen kann. Vielleicht ein Event, wo ich neue Hobbys finden kann. Oder vielleicht, oder auch hier das Event Jugendhex, wo man natürlich auch sich mit anderen vernetzen kann und programmieren lernen kann. Die Idee, Bildungsveranstaltungen an einem Ort zu sammeln und nicht auf 10.000 Websites im deutschsprachigen Raum, wo man die Hälfte nicht mitkriegt, weil man nicht weiß, dass sie existieren. Und Filter für die Persönlichkeit, zum Beispiel wenn du nicht gerade an einem Finanzen-Kongress interessiert bist und lieber Fußball magst, dann gib den Filtersport ein und du bist bei den richtigen Veranstaltungen. Und wir haben das ganze Projekt schon in Köln gemacht, nur jetzt halt noch mit anderen Sachen integriert und noch andere Techniken verwendet. Und halt Preis, Zeit und Termin ist halt auch wichtig, weil es bringt dir nichts, wenn du eine halbe Woche später antanzt. Also es gab natürlich auch Probleme bei der Entwicklung, also zum einen natürlich Open Data, also die Daten von den Events zu bekommen, weil es gibt eigentlich keine wirkliche Webseite im Internet, wo drin steht, ja diese und diese Events gibt es dort und dort und man muss so und so viel Eintritt zahlen, also da muss man die Daten relativ mühselig aus dem Internet herauskratzen. Natürlich war das unter anderem eben auch so schwer war, mussten wir auf KI setzen, um die richtig einordnen zu können. Aber KI, wie man vielleicht schon kennt, ist nicht sehr zuverlässig immer. Die macht, erlaubt sich gerne mal ein paar Fehltritte und das war halt auch das Problem. Und dabei halt auch das Webscraping, was ich gerade eben erwähnt habe, weil halt Webseiten das meistens nicht so gerne haben, wenn man da die Daten rauszieht. Und wir haben verwendete Technologien. Wir haben zum Frontend HTML und CSS benutzt und fürs Backend Python SQLite benutzt. Und wir haben KI für die Kategorisierung der Einträge und Newsletter Scraping benutzt. Und fürs Open Data haben wir nur Open Data API von Köln und Zürich. Und wir haben 50,9% Python benutzt. 35.6 HTML benutzt, 7.0 CSS benutzt und 6.5 JavaScript benutzt. Ich habe auf Pixel die Designziel gemacht fürs Logo und ich habe es mit JavaScript so programmiert, dass die Schildkröte auf den Website laufen kann. Jetzt haben wir noch einen Teilnehmer, die jetzt schon leider gehen musste, aber sie hat ein Video aufgenommen für uns und wird das jetzt vorstellen. Damit das so funktioniert, dass man sich das direkt mit den Filtern personalisieren kann, müssen wir natürlich die verschiedenen Veranstaltungen auch erstmal in verschiedene Kategorien aufteilen. Und dafür haben wir zwei Methoden. Zum einen, dass wir es direkt über Crowdsourcing machen. Das heißt, dass User selber Events eintragen können und dann zusätzlich zu dem Veranstaltungsort, Datum, Zeit, also solche Daten, auch gleich die Kategorie mit angeben und es dann unter der Kategorie auf der Website gelistet ist. Die andere Methode wäre, dass wir eine KI benutzen und die KI analysiert dann Texte und aus diesen Texten holt sie zum einen diese ganzen Daten raus, wie Veranstaltungsdatum, Zeit und so weiter und zum anderen aber auch, dass sie es selber zuordnet, in welche Kategorie sie es stecken würde. Und dann kann man das auch so direkt personalisieren. Und woher wir diese Texte kriegen für die KI, erklärt euch jetzt Konrad.
Ja gut, also jetzt zu den Texten, da hatte ich auch schon angedeutet, wir haben da eigentlich hauptsächlich Web-Scraping verwendet. Das ist, dass man einfach Webseiten im Internet sich aussucht. Da haben wir zum Beispiel jetzt eine sehr schöne zu Zürich unter anderem gefunden, wo verschiedene Events gelistet sind und dann geht man da sozusagen automatisiert durch und schreibt sich diese bestimmten Eigenschaften da auf in den Datenbank. Das kommen wir auch später. Was wir auch vorher probiert haben, war, dass wir die Daten aus E-Mail-Newslettern bekommen. Allerdings ist das Problem bei E-Mail-Newslettern, die kriegt man nicht dauerhaft. Also wir hätten es eigentlich schon ein bisschen vorher bei diesen registrieren müssen, um halt E-Mails zu bekommen, die wir dann analysieren können. Wir hatten jetzt leider keine, aber wenn wir E-Mails kriegen, würde es funktionieren. Und die ganzen Events müssen noch gespeichert werden. Und das passiert mit einer Datenbank im Hintergrund, in die alle Events eingetragen werden. Und da gibt es zum Beispiel so bestimmte Eigenschaften, die ein Event hat, zum Beispiel ein Titel, ein Link zu der Webseite, ein Preis, Tags, also Interessensgebiete, Startdatum, Enddaten und auch ein Alter und auch Accessibility, also wie, sagen wir mal, rollstuhltauglich oder bei verschiedenen, wo das ist. Und dann natürlich auch, wo das ist, in welcher Stadt und an welcher Adresse. Jetzt wollten wir, das ist jetzt schon das zweite Mal, wo wir daran arbeiten. Und jetzt haben wir überlegt, was können wir noch dazu machen? Also als Erweiterung. Erstmal wollten wir noch die ganzen Veranstaltungsorte auf einer Karte veranschaulich zeigen. Dann wollten wir vielleicht noch nach dem Veranstaltungsformat sortieren und natürlich immer noch mehr Daten reinschmeißen. So, kommen wir nun zu der Live-Demo, für die wir einmal den Laptop wechseln. So, also, auf der Website könnt ihr erstmal oben schön eine Schildkröte sehen. Das ist die Animation von Emmy. Außerdem haben wir das Logo, ein Faultier. Oben steht auch nochmal unser Text, Search Event. Dann haben wir einmal noch eine Suchleiste, in der wir auch nach Veranstaltungen suchen können. So, nehmen wir zum Beispiel mal Minigolfen und suchen einfach mal nach Minigolf. Dann sehen wir, dass wir eine Minigolf-Veranstaltung haben. Die ist hier in Zürich direkt. Und sie ist in der Kategorie Sport und wir können auch direkt die Link sehen für die Veranstaltung. So, dann hätten wir außerdem... Was haben wir noch? Noch extra. Ja, wir haben noch so ein paar Unterseiten, wie zum Beispiel Filtereinstellung, wo man dann die Kategorie auswählen kann, den Ort, wo man was haben möchte und dann die Distanz einstellen kann. So, dann hätten wir auch noch für Crowdsurfing eine extra Webseite, wo man einfach selbst Events hinzufügen kann, wenn man welche hat, wovon wir noch nichts wissen. Ja, und natürlich haben wir noch ein paar Events in unserer Datenbank drin, die einfach angezeigt werden, wenn man jetzt keine Filter oder so aktiviert. Da sollten Screenshots eigentlich hin, so. Danke fürs Zuhören.